Was geht ab, YouTube? TikTok ist wieder back am Start mit einem erneuten Real Talk. Und zwar heute mal ein Live-Commentary. Ich spiele jetzt nämlich live im Hintergrund Black Ops 2. Das Ganze werde ich natürlich auch einblenden. Seht ihr ja natürlich im Hintergrund als Gameplay. Erwartet jetzt nicht zu viel, weil ich habe echt, ich muss mich eigentlich mal warm spielen. Und ich habe echt noch nicht gedaddelt heute. Das ist jetzt das erste Mal von der Schule zurück. Haben mich jetzt hier hingesetzt, aber darum soll es gar nicht gehen. Ich habe nämlich ein Thema. Und zwar YouTuber und Geld. So. YouTuber und Geld ist ja immer so eine interessante Sache, weil heutzutage versuchen ja mal viele, ich weiß nicht, nicht Kinder, aber viele Jugendliche versuchen auf YouTube groß zu werden. So. Jetzt ist die Frage, warum versuchen sie groß zu werden? Was ist deren Ziel? Was ist deren Ziel? Deren Ziel ist groß zu werden, aber aus welchem Grund? Es gibt Leute, die wollen groß werden einfach, weil sie berühmt werden wollen, so, weil die wollen auf der Straße erkannt werden. Es gibt Leute, die wollen berühmt werden, aber ja, ich weiß nicht. Also es gibt verschiedene Arten von. Okay, es war. Oh shit. Oh shit, fail. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene Arten von berühmt werden. Aber es gibt auch eine Art, über die ich heute reden möchte. Und zwar diese Leute, die mit YouTube nur Geld verdienen wollen. Es haben bestimmt so viele YouTuber schon angesprochen, das Thema YouTube, YouTuber und. Was? Was ist das für eine scheiß Connection, ey? Okay, alles klar. Da kommt einer. Wo ist der? 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 Okay. Ey, was ist. Entweder. Oh nein, diese scheiß Connection, Alter. Egal, auf jeden Fall, viele haben das Thema schon bestimmt angesprochen. Ich bin jetzt eh nicht der Erste, das ist ja ganz klar. Aber ich verstehe diesen Grund nicht. Von wegen, als YouTuber verdient man viel Geld. Klar verdient man als YouTuber Geld. Und ausschlaggebend für dieses Video jetzt eigentlich ist die VOG-WM, weil Stefan Raab ist ja, wie soll ich sagen, er nimmt das Ganze ja mit Ironie. Also, er sieht jetzt YouTuber nicht als Beruf, so. Er sagt, ja, okay, das sind so kleine Jugendliche, sag ich mal, in seinen Augen, die mit YouTube-Videos Geld verdienen. Und irgendwelche Leute gucken sich das an. So, finde ich okay. So, also, ich weiß nicht, ob das im Fernsehen viel aufwendiger ist, keine Ahnung, weil Stefan Raab macht ja nichts alleine, finde ich, also, oder denke ich. Oh ja, unkonzentriert. YouTuber machen ihre ganze Show alleine, ihren kompletten Schnitt und alles. Das lernen sie ja alles selber. Die sind ja nicht irgendwie in einen Kurs gegangen und das haben das da gelernt von wegen. Also ich zum Beispiel schneide meine Videos mit Sony Vegas und Sony Vegas habe ich mir alles selber beigebracht. Also ich habe mir Videos im Internet angeguckt, ja, mir alles selber beigebracht und selber rumprobiert, bis ich dann irgendwie herausgefunden habe, wie man das Ding richtig wirklich benutzt. Oh Scheiße, wie man das Ding wirklich benutzt. So, aber Stefan Raab macht das Ganze ja nicht. Er lässt das machen von einer Filmproduktionsfirma. So, das ist auch schon mal eine Sache. YouTuber investieren viel Zeit da rein. Und ich finde, es ist gar nicht schlimm, dass sie dann dafür Geld verdienen. Ich meine, bestes Beispiel, Dena. Er war, keine Ahnung, er war jetzt nicht unbedingt groß. Also jeder hat mal klein angefangen, klar. Aber er ist so schnell gewachsen. Ich glaube, einer der Leute, die am schnellsten auf YouTube gewachsen sind im deutschen Bereich. Und ich gönn ihm das, weil er hat so viel Stress. Er versucht trotzdem noch Vlogs zu machen. Dann macht er da mal noch ein Let's Play. Er ist irgendwie öfter irgendwo weg als zu Hause. Und das habe ich auf seinem neuesten Video geschrieben, in die Kommentare, von wegen, Dena ist öfter im Hotel als zu Hause. Und er hat es auch geliked, er hat es auch kommentiert. Fand ich richtig cool von ihm. Er gibt sich auch Mühe und liest sich die Kommentare durch. Ist auf jeden Fall fresh. Und ja, wie gesagt, YouTuber investieren so viel Zeit da rein, versuchen nur das Beste, sind tagelang unter Stress. Ich kenne das von mir, also wenn ich kein Video hochlade, fühle ich mich scheiße, ich weiß nicht. Also ich bin nicht verpflichtet, ein Video zu machen. Es ist nicht mein Beruf, es ist mein Hobby. Und man sollte ja am besten ein Video machen, wenn man sich gut fühlt, wenn man Bock drauf hat und nicht auf, nicht unbedingt, wenn man gezwungen wird dazu. Und dass man jetzt denkt, okay, ja, heute muss ich mein Video raushauen, das, ne? So. Oh, ich hasse dieses Black Ops 2 Scheiß-Ding. Na, auf jeden Fall. Und man soll es halt machen, wenn man Spaß hat. Und ich fühle mich natürlich auch ein bisschen unter Druck gesetzt, wenn ich zu Hause bin, sozusagen, und echt miese Laune habe und denke, okay, heute kommt mal kein Video. Dann fühle ich mich irgendwie verpflichtet, doch ein Video zu machen, weil ich hasse es, meinen Kanal so leer zu sehen, dass echt nichts Neues passiert und es ist ja genau, wichtiger als kleiner YouTuber. Viel Content hochzuladen, regelmäßig Content hochzuladen und nicht unregelmäßig, weil dann wächst man nicht ordentlich.
Ich habe eine Zeit lang morgens und, also morgens sag ich schon, um 12 und um 18 Uhr ein Video hochgeladen. Und mein Kanal ist extrem schnell gewachsen. Und jetzt zurzeit bringe ich ein Video alle 4 Tage mal, weil irgendwie nicht die Zeit fehlt, aber die Lust fehlt so ein bisschen an, zum Beispiel an GTA. Ich habe irgendwie keine Lust mehr an GTA. Ich weiß es nicht. Da fehlt mir irgendwie ein bisschen die Lust. Und wenn ich irgendwas Neues auf meinem Kanal bringe, schauen sich die Leute das nicht an. Aus welchem Grund auch immer. Ist ja okay, wenn die zum Beispiel Black Ops 2 das hier nicht sehen wollen, ist ja okay. Also die sind ja nicht verpflichtet, sich das anzuschauen. Aber ich finde es schade, dass sie dann auch nicht irgendwie sagen, was sie gerne sehen wollen würden. Ich bin offen für alles. Ich weiß nicht. Ich würde gerne das machen, was ihr wollt. Aber dazu kommt es oft gar nicht. Und das ist halt schade. Und YouTuber haben halt eine oft eine Bindung zu den Zuschauern, die ist ja wichtig auch. Und da geht viel Zeit rein, in den Schnitt geht viel Zeit rein. Und dieser ganze Stress und alles. Und man fühlt sich einfach verpflichtet, man fühlt sich verantwortet. Oh, auch noch letzter Kill, ey, scheiße, peinlich. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das Gameplay war jetzt nicht Überkiller, also das war echt gerade Flop. Ich weiß gar nicht, wie viel. 21 zu 12, ja, Leute, das habt ihr nicht gesehen. Ist wenigstens eine. Nee, ist keine 2er-KD. Oh shit, ist nicht mal eine 2er-KD. Peinlich. Ja, auf jeden Fall, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und soll ich mehr Live-Commentaries machen? Schreibt auch mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, was haltet ihr von dem Thema YouTuber und Geld? Also, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift vom Thema, aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass YouTuber Geld verdienen und dass YouTuber nicht ernst genommen werden. Wie zum Beispiel von Stefan Raab bei der VOG-WM. Ich weiß nicht, das habt ihr bestimmt alle gesehen, dass er das bisschen so mit so einem Schmunzeln da irgendwie so, ja, ihr seid ja YouTuber und geht ja auch mal außer Haus und so. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten war es mit diesem Video und dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.